Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu der neuen Runde Beholder. Lange ist es her, dass wir hier als Mr. Stein unterwegs waren und in diesem totalitären Staat für Ordnung gesorgt haben. Beziehungsweise, genauer gesagt, unsere Nachbarn bespitzelt und im Notfall ausgeliefert haben. Ich wurde gefragt, wann mal wieder eine Runde Beholder kommen kann, ob wieder meine kommen kann. Und ich habe gesagt, zwischen den Feiertagen und also zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ich wieder etwas Zeit habe, werde ich mich dran setzen und damit geht es hier auch weiter. Hier bin ich. Wir kennen das ja schon, wir haben die Regierungselite genommen, weil wir ja schon ein bisschen Erfahrung im Beholder haben. Und wir starten natürlich erst einmal damit, dass wir mit unserem Chef hier reden müssen, mit Bruno Hempf. Sie müssen Karl sein. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Im Namen des Ministeriums für Ordnung möchte ich Sie in Ihrer neuen Position willkommen heißen. Was geht hier vor? Wir vertreiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht Sie nichts an. Okay, ich muss natürlich zustimmen, weil sonst kann ich ja nicht mitarbeiten. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Wenn eine Person eine wichtige Stelle besetzt und mit den einfachsten Aufgaben nicht fertig wird, kann das nur eine Folge haben. Das hat er absichtlich gemacht und wurde somit zu einem Verbrecher. Ab jetzt unterliegen alle Taten der Mieter ihrer Verantwortung. Und mit alle meinen Sie was genau? Mit alle meinen wir auch wirklich alle. Sie folgen ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche verdächtigen Aktivitäten. Natürlich nur, wenn sie einen Ruf als guter Staatsdiener verdienen möchten. Wenn sie ein perfekter Hausmeister sein möchten, dann dokumentieren sie Hobbys, Interessen und sogar Konversationen. Wie soll ich das machen? Beobachten und aufzeichnen. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz vorne an. Haben Sie je zuvor ein Wohnhauskomplex verwaltet, Karl? Benötigen Sie meine Hilfe? Wir brauchen keine. Tutorial wird ausgeblendet, weil wir haben das ja schon gespielt und ich glaube, ich kriege das noch einigermaßen hin. Es ist schon ein bisschen her, aber wir werden das schon in irgendeiner Weise ruppen hier. Hier ist Ihr Dienstbuch. Es befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms. Kommen wir zurück auf die Überwachung. Installieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Haus, um sich die Arbeit zu erleichtern. Laut unserer Dokumente hat Ihr Vorgänger 2 Exemplare erhalten. Sie finden sie in Ihrem Büro, welches sich rechts neben diesem Zimmer befindet. So. Da gehen wir auch mal hin. Und zwar kann man hier schnell rennen. Zack, zack, zack. Ah. Ist ganz schön langsam. Da durchsuchen wir erstmal. Nehmen natürlich uns hier die schönen Kameras. Und werden die jetzt dann bei ihm erstmal mal vorsprechen. Ja, ich bin schon gut. Super, Sie haben die Kameras gefunden. Installieren Sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. So, und zwar natürlich hier oben und da hinten in die Ecke kommt auch eine Kamera. Das sind die Klassiker, die wir hier erstmal machen müssen. Dafür gibt es auch ein bisschen Kohle, was immer gut ist. So, Sie machen das gut. Hier ist Ihre erste Belohnung. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie beim Händler. Sie erhalten Überwachungskameras, wenn Sie Reputationspunkte verdienen. Reputationspunkte zeigen Ihren Ruf. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich dazu zu bringen, was sie möchten. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorderst unserem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium und ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten, manche Mieter sind gefährlich. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass Sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie. Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald die Beweise gesammelt haben, die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns. Unser großartiger Staat kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn sie ihr Ziel damit leichter erreichen. Ja, ich mache natürlich mein Bestes. Ich mag ihren Enthusiasmus. Beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Sie können immer Ihren weisen Tutor nach einem Rat fragen. Eine letzte Anweisung. Der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass ihr Privatleben nur sie etwas angeht. So soll es sein. Los, ans Werk. Da geht's nun los. Da sind wir nun mit unserer schönen Familie. Und da müssen wir halt mal gucken, was hier jetzt Schönes vor sich geht. Wir müssen erst nochmal alles durchlooten.
was hier anscheinend noch gar nicht geht. So. Vorgesetzte angesagt, ich soll das Ministerium anrufen, um Anweisungen zu erhalten. Dann rufen wir doch mal das Ministerium an. Was übrigens auch angekündigt worden ist, und damit auf jeden Fall für mich 2018 auf der Agenda steht, ist Beholder 2. Eine Fortsetzung und es soll wohl in der zweiten Hälfte 2018 kommen. Ich werde das natürlich auf dem Schirm haben und sobald es dann rauskommt, entweder in einem Stream oder eben via Video auch wieder bearbeiten. Ordnungsministerium, Ihr Anruf wird angenommen. Hallo Karl, Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren. Sie sind bereit für eine Aufgabe. Jupp, gib mir was. Überwachen Sie Wohnung 2. Jakob Manischek wohnt dort. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie Wohnung vom Mieter nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Und seien Sie vorsichtig. Gerne doch. 48 Stunden Zeit. Wir werden uns auf jeden Fall hier mal... wobei die Kamera ist eigentlich zu schlecht, um da was zu kaufen, oder? Ja, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwelche Sachen finden zum Verscherbeln. Weil ich will eigentlich eine bessere Kamera haben. Ich will mindestens die Zweier haben. Und nicht diese, diese Einser, weil die haben zu einen kleinen Winkel. Und ich meine, ich weiß ja, wo ich hier im Notfall hingehen muss. Da können wir alles nehmen. Ja. Wir haben ja auch schon den DLC gespielt, Blissful Sleep. Da haben wir ja den Vormieter quasi bearbeitet. Was heißt vor mir? Den vorherigen Hausmeister gespielt. Waren ja semi-erfolgreich, würde ich sagen. Neue Anordnung der Regierung erhalten. Es ist natürlich verboten, kriminellen Unterschlupf zu gewähren, ihren Taten zu vertuschen, sowie politische Propaganda. Was wir aber erstmal machen werden, weil... Wobei, sie ist hier unten, die Frau Ranek. Jetzt hätte ich gesagt, wir schauen da oben mal in der Wohnung rein und werden da direkt mal Beweise finden. Auch wenn wir gegen die hier nichts tun können, weil ja der Herr Ranek einer der Ministeriumsbearbeiteten ist. Was ich diesmal versuchen möchte, ist auf jeden Fall zum einen natürlich meine Tochter zu retten. Das ist mir noch nie gelungen, glaube ich. Und zum anderen vielleicht auch mal meinem Sohn das Studium zu ermöglichen. Das ist aber ein Problem. Beides auf einmal ist, glaube ich, unmöglich, weil so viel Geld kriege ich niemals zusammen. Deswegen müssen wir halt mal gucken, wie wir das Ganze reißen wollen hier. Da ist die Frau Schimmer unterwegs, genau. Frau Ranek, ja. Wir sammeln erstmal alles. Wenn nachher dann hier der kleine Verkäufer kommt, werden wir ihm dann ein paar Sachen anvertrauen. Was wir natürlich auch machen werden, ist die eine Wohnung hier oben renovieren, sobald wir die Kohle haben. Dass wir nämlich mehr Mieter haben und dann eben auch mehrere Leute aufbewahren können. Das sind halt die Klassiker, die wir hier erstmal machen. Wir werden jetzt auch gleich mal mit dem Herrn Manischek reden, wenn er hier kommt. Das ist Herr Ranek. Der Herr Schimmer verlässt auch sein Haus. Dann schwätzen wir erstmal ein bisschen über ihn, weil sobald wir nämlich dann Informationen sammeln durch die ganzen Interviews, kriegen wir ja auch Geld. Deswegen machen wir uns erstmal bekannt. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl, ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Mark Ranek ist ein angesehener Archivar. Ich muss in dieser ekelhaften Wohnung leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an, Sie brauchen es mehr als ich. Rosa arbeitet in der Kantine, immer in der Küche. Wisst ihr, jetzt wissen wir nämlich schon mal, sie liebt es, Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Ich wünsche, sie würde nicht nach Kohl riechen. Ja, warte mal, nicht abhauen hier, wir sind noch nicht fertig. Ah, okay, wir sind doch fertig, alles in Ordnung. Ja, ist okay, tschüss. Nur zu, los, junge Menschen haben immer viel zu tun. Ja. Das wird's sein. So, jetzt reden wir mal mit der... Nicht mit unserer Tochter. Nein, nein, nein. Ich will nicht mit meiner Frau reden. Ist ja eklig. Wer macht sowas schon? Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hierher mitgebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Kennenlernen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Kennenlernen. Mehr kann ich nicht machen. Gut, dann auf Wiedersehen. Zack. Das sind ja auch Sachen, die wir immer schön aufnehmen müssen. Deswegen brauchen wir auch die ganzen Kameras überall, um mehr über unsere Mieter zu erfahren. Hallo, das ist der Herr... ich bin Karl.
und das ist der Herr Klaus Schimmer. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Ein Hausmeister hat das Haus bereits verschlissen. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ich tue mein Bestes. Willst du nach dem Haus fragen? Das ist richtig. Es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einer Schule für begabte Kinder machen, aber es wurde stattdessen in ein Wohnheim verwandelt. Diese Etage ist ja nicht einmal schlecht. Sie haben die Wohnung in Stockwerk D nicht gesehen. Sie haben recht, die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Man kann jederzeit Schach spielen. Das ist sehr viel wert. Wisst ihr, wieder was erfahren? Und mehr gibt's über ihn auch nicht. Jetzt haben wir schon das Geld für eine Wohnung. Nein, haben wir nicht. Neue Regierungsanordnung. Was ist diesmal verboten? Äpfel. Die sind jetzt illegal. Ah, ich kriege ein bisschen Kohle, wenn ich da gehe. Ich könnte natürlich jetzt hier zwei von holen. Und jetzt werden wir zunächst einmal die Wohnung hier verwanzen, weil wir in 1,5 Tagen ihn rausgeschafft haben müssen. Dafür lunzen wir erstmal rein, aber da ist... Ich sehe ihn nicht. Also ich sehe ihn hier gerade nirgendwo drin. Man muss da vorsichtig sein, weil ich ihn schon ab und zu mal übersehen habe, gerade wenn er hier vorne steht. Aber er ist nicht da. Dementsprechend verwanzen wir erstmal direkt hier über den Tisch. Und wir werden seine Wohnung, soweit es geht, durchsuchen. Bis wir ihn hier dann auftauchen sehen. Dann hauen wir nämlich ab. Hier ist nichts drin. Auch nichts drin. Die Vorgeschichte von Herrn Manischek, den wir jetzt hier loswerden müssen, ist sehr tragisch. Weil im Prinzip sind wir dafür verantwortlich, wer das DLC Blissful Sleep nicht gesehen hat. Da wird die Vorgeschichte des Ganzen hier erzählt. Auch zu den einzelnen Personen, sowohl zur Familie Schimmer. Auch ein bisschen wissen wir was über Ranek. Weswegen er nicht gerade ein Sympathisant ist. Und wir wissen, wie er hier, Jakob Manischek, zu dem geworden ist, dem er nämlich jetzt ist. So, jetzt gehen wir erstmal hier drüben zum Herrn Kehler. Bei ihm gegenüber können wir ein paar Sachen verkaufen. Wir verkaufen den ganzen Rotz, den wir hier nicht brauchen. Die heben wir mal auf, weil ich glaube, dass die Gummienten noch teurer werden. Die Uhren sind nichts wert, die Brillen auch nicht. Wenn nämlich Sachen illegal werden, dann werden sie für einen höheren Preis an ihm verkauft. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vielleicht schon im Voraus gucken, was wird es mal geben, was wird illegal werden. Ich habe noch so ein bisschen im Kopf, was es ist. Aber wir müssen mal gucken. Was wollen Sie? Ich mache mich erstmal bekannt. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl, ich bin der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel, wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist, gewonnen? Die Geschäfte sind mir egal. Okay, mehr kann ich nicht über ihn erfahren. Gut, dann nehmen wir mal fest, dass du rauchst. Sehr gut. Wir haben jetzt schon ein bisschen Geld. Wir werden jetzt Wohnung 4 reparieren und hier direkt jemanden einziehen lassen, wenn möglich. Was ich leider nicht machen kann, ist jetzt schon hier oben direkt verwanzen. Das geht leider nicht. Und es gibt aktuell auch keinen interessierten Mieter. Ja, mehr können wir aktuell noch nicht machen. Ich könnte natürlich hier mit meinen Kindern reden, aber... Wer will das schon? Man will sich nicht zu sehr mit ihnen anfreunden. Weil wir wissen ja schon, was teilweise passieren wird. Und es nimmt ja nicht immer ein gutes Ende. Weil wir aktuell noch ein bisschen Zeit haben. Würde ich mal schauen. Da oben ist Ranek. Hier unten ist Ranek. Dann können wir hier oben nämlich mal hin. Gehen wir hier mal rein. Wir werden hier noch ein paar Informationen sammeln. Das hier ist interessant. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist interessant. Wir müssen immer aufpassen, weil sie nämlich jetzt zum Beispiel rauskommen kann. Nicht, dass wir da auffliegen. Wir holen uns direkt die nächsten Kameras. Also sehr gut. Sie verschwindet jetzt auch. Jetzt können wir hier oben die erste Wohnung komplett verwanzen. Nehmen wir uns noch eine Kamera mit. Erste-Hilfe-Kasten, okay.
Ich glaube, das sind teilweise neue Sachen drin. Ich kann mich nicht an den Erste-Hilfe-Kasten erinnern von früher. Wenn wir so ein bisschen Blick drauf haben, wann er kommt. Ich meine, wir können natürlich rennen. Das ist natürlich dann auch gar nicht so schlecht, wenn wir schnell aus der Wohnung wieder rauskommen. Ist nichts Relevantes für unseren Bericht, den wir dann abgeben werden. Das ist interessant. Ich werde natürlich dann versuchen, später im Verlauf des Spiels hier möglichst jede Wohnung komplett verwandt zu haben. Also immer viermal diese zweier Kameras drin zu haben. Damit ich wirklich in jeder Wohnung komplett alles überblicken kann. Und auf irgendwelche Eventualitäten eben reagieren. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Geld für zwei weitere. Sodass ich glaube, wir werden hier diese Wohnung direkt komplett voll machen. Damit die erste schon mal so weit durch ist. Auch wenn ich die hier gar nicht wirklich beobachten muss, weil sie werde ich eh nicht los. Da kommt Herr Schimmer und Herr Ranek, damit ist das schon mal erledigt. Würde ich sagen, gehen wir mal unseren ersten Bericht schreiben über die ersten Leute, die wir hier haben. Nein, ich will eigentlich gar nicht durchsuchen, noch was zum Verkaufen. Hier wollte ich hin. Ah, ich kann noch gar nicht schreiben, weil ich erst das Ding anrufen muss. Gut, dann rufen wir erstmal an. Rufen wir mal beim Ministerium an und sagen hier, wir wissen Bescheid. Die Nummer wählen. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg, Ihre Belohnung. Bisschen Reputation und Kohle. Verstößt Jakob Manischek gegen Staatsanordnungen. Spionieren Sie ihn mithilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise Ihrem Bericht hinzu. Machen wir natürlich. Jetzt müssen wir hier oben noch ein bisschen aufpassen. Es gibt wieder eine neue Post, aber ich will zunächst einmal Berichte schreiben. Über die einzelnen Bewerber dieses Hauses, also Bewohner. So, Frau Maria Schimmer. Sie lebt in Wohnung 1. Verstoß, nein, kein Bestoß, nur Profil, das möchte ich natürlich machen. In Wohnung 1. Sie ist weiblich, sie wohnt da mit ihrem Mann, sie ist Biologin und sie trinkt gerne mal ein. So, was wissen wir über ihn? Wir wissen, dass er zum einen Klaus Schimmer heißt, auch in Wohnung 1 wohnt, seiner Frau da lebt und Tabakverkäufer ist. Wichtig ist, dass hier alle Angaben stimmen. Wenn die Angaben nämlich falsch sind, dann gibt es Ärger. Das kostet uns Geld. So, erstmal hier alles rein. Der Arbeitslose, der alleine wohnt, in Wohnung 2 ist, heißt Jakob Manischek. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch hier, da gibt es einiges über die Frau Ranek. Die mit ihrem Mann da wohnt. Sie ist die Kantinenköchin des Hauses. Gibt wieder neue Anordnungen. Da müssen wir gleich mal schauen, sobald wir alles über ihn noch abgegeben haben. Mark Ranek, der mit seiner Frau da lebt. Im Archiv arbeitet. Und wie wir ja wissen, gar nicht 65 ist. Die Angaben stimmen nicht. So, die Drogen sind verboten, Äpfel sind verboten und Musik sind verboten. Und jetzt können wir den Arbeitsplatz verlassen. Wir haben das soweit alles verarbeitet. Was wir auch machen können, ist, wenn wir unrechtliche Dinge sehen, Leute erpressen, dann werden sie Geld hinterlassen. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Berichten mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium für Ordnung rät den Bürgern, aufmerksam zu sein, um jegliche Handlungen bezüglich der Herstellung und Verbreitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. Die Stimme der Wahrheit. Drogen sind ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Wir hätten uns schon viel früher darum kümmern und nicht erst warten sollen, bis ein VIP in Schwierigkeiten geht. Im Übrigen ist das nicht der erste bekannte Sohn, der im Mittelpunkt eines Skandals steht. War er wirklich ein Opfer? Man weiß es nicht. Wir müssen es rausfinden. Wir werden es aber erstmal nicht heute rausfinden, sondern in den nächsten Tagen.
Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch, dass es hier weitergeht. Die nächste Folge Beholder kommt am Wochenende. Und wir machen noch ganz kurz eine Markierung, dass Herr Ranek gerne mal ein Gläschen trinkt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt es und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.